Hallo, herzlich willkommen zur Heilpraktikerschule Nordheide. Herzlich willkommen zur Heilpraktikerausbildung online. Ich bin Aische Mehren, ich bin Heilpraktikerin und auch Inhaberin der Heilpraktikerschule Nordheide als auch der Heilpraktikerausbildung online. Erstmal, ein wichtiges Video wurde gelöscht. Ich denke, viele von euch werden das wissen, denn ich habe unendlich Zuschriften von euch bekommen. 9 Schritte, um dich legal von der Impfpflicht zu befreien. Ich war mega traurig gestern, weil YouTube hat mir geschrieben, ich hätte gegen Richtlinien von YouTube verstoßen. Ich habe mir diese Richtlinien durchgelesen. Ich habe auch nichts gefunden, was auf einen Verstoß hindeuten könnte. Und dann habe ich gedacht, ich schmeiße alles hin. Ich mache keine Videos mehr. Ich habe da keine Lust, wenn sie eh wieder gelöscht werden. Und dann habe ich aber so viel Zuspruch von euch bekommen und so viel Anschreiben, die mir Mut gemacht haben, dass ich gedacht habe, komm her, ich kann mich nicht in meinen Videos hinstellen und sagen, Leute, wacht auf, steht auf, tut, macht, handelt. Und ich selber knicke ein beim geringsten Widerstand, es geht nicht. Also hatte ich mich gestern entschlossen, noch ein Video zu machen und zwar zu dem aktuellen Kabinettsbeschluss, der ja nun bis zum 15. Mai auch durchgebracht werden soll. Also eine zweite Änderung des Infektionsschutzgesetzes, was damit beschlossen werden soll. Kabinett hat es bereits beschlossen, aber was dann im Bundestag und Bundesrat beschlossen werden soll als Gesetz und letztlich für uns die Zwangsimpfung bedeutet. Dann habe ich mich hingesetzt, habe dieses Video gemacht, war ganz glücklich, als ich das auch fertig hatte. Und dann habe ich von meinem Sohn gehört, er sagte, du hast du gehört, Spahn hat das wohl zurückgezogen, habe ich gelesen. Also der will das irgendwie nicht mehr. Tatsächlich, Spahn verzichtet auf Immunitätsdokumentation und diese Immunitätsdokumentation war ja tatsächlich ein Punkt in diesem neuen Gesetzesentwurf. Und da dachte ich, meine Güte, alle freuten sich, alle jubelten. Und dachten, die Kuh ist erstmal vom Eis. Und ich weiß nicht, ich kennt ihr das, wenn ihr denkt, Mann, ich müsste doch jetzt eigentlich mega erleichtert sein und mich mega freuen. Und irgendwie konnte ich das nicht. Und dann habe ich mich heute Morgen hingesetzt und habe mir mal angeguckt, was hat Herr Spahn eigentlich genau gesagt. Und ich muss sagen, er hat nicht wirklich Entscheidendes gesagt. Er hat zu der Immunitätsdokumentation gesagt, dass diese Immunitätsdokumentation im Moment für diese epidemische Notlage erstmal nicht von Relevanz ist, da es zurzeit keinen Impfstoff gibt. Und so eine Immunitätsdokumentation in der Bevölkerung zu einer Spaltung führen könnte. Deswegen hat er das Ganze an die Ethikkommission übergeben. Aber alle anderen Punkte, die Impfpflicht beispielsweise, die indirekt über diese Gesetzesänderung eingeführt wird, im Falle einer epidemischen Notlage von nationaler Tragweite, so heißt nämlich das Gesetz, wird nicht geändert. Und deswegen finde ich, ist das ein genialer Schachzug, was er hier gemacht hat, mal einfach so lapidar in den Raum zu werfen. Immunitätsdokumentation ist vom Tisch. Nein, ich finde, das ist sogar so etwas wie eine Irreführung, denn man glaubt, man würde hier etwas erreicht haben. In Wirklichkeit hat man nichts erreicht. Und wenn man nicht aufpasst, wird dieser Gesetzesentwurf tatsächlich in bestimmten Teilen oder in wichtigen Teilen durch den Bundestag gehen und am Ende vom Bundesrat am 15.05. Ja, wie nennt man das, ratifiziert werden. Also bitte bleibt gespannt. Wir gucken uns dieses Gesetz jetzt im Einzelnen an. Dann werdet ihr verstehen, worauf ich hinaus will nach dem Intro. Das Bundeskabinett hat am 29.04.2020 ein zweites Gesetz zum Schutz der Bevölkerung im Falle einer epidemischen Lage mit nationaler Tragweite beschlossen. Dieses Gesetz wurde, wie gesagt, am 29.04. vom Bundesrat als Gesetzentwurf beschlossen oder als Formulierungshilfe beschlossen. So findet schon am 7. Mai die erste Lesung im Bundestag statt. Am 11. Mai soll eine öffentliche Expertenanhörung
zu diesen Themen sein. Und dann kann am 14. die zweite und dritte Lesung im Bundestag stattfinden und am 15.05. tagt der Bundesrat und könnte dieses Gesetz dann tatsächlich finalisieren. Und damit wäre es durch und damit hätte man durch die Hintertür eine neue Pflichtimpfung in Deutschland im Falle einer epidemischen Lage. Noch am 24.04. habe ich bei NTV gelesen, dass die Bundesregierung mit vermutlich nie wieder eine Impfpflicht einführen wird. Sie hätte aus dem Widerstand, den es zum Masernschutzgesetz gegeben hätte, gelernt. Weit gefehlt. Nun wird still und heimlich ein zweiter Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht, ein zweiter Gesetzentwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes, eben mit dieser Einführung der Impfpflicht. Und wenn ich sage still und heimlich, dann meine ich das auch so. Ich weiß nicht, es war, glaube ich, vor 2 Tagen, da hat mir ein netter Mensch einen Link zu einem Video von, ich glaube, Corwin von Kuhwede zugeschickt. Und dieser Corwin von Kuhwede hat bereits über diesen Beschluss oder diesen Gesetzesentwurf des Bundeskabinetts berichtet. Und am Anfang seines Videos zeigt er ganz schön, welche Klick-Odyssee man veranstalten muss auf der offiziellen Seite der Bundesregierung, um überhaupt zu diesem Gesetzentwurf zu gelangen. Worum geht es in dem Gesetz genau? Es ist ein sehr langes Gesetz. Es betrifft nicht nur das Infektionsschutzgesetz. Es sind sehr viele andere Gesetze betroffen. Es betrifft auch die Testungen im Rahmen von Covid. Da sind Apothekergesetze betroffen und 102 Seiten, wie gesagt. Und das in sehr schwer eingänglichem Juristendeutsch. Aber wenn man sich das Wichtigste von diesen Änderungen anschaut, dann stößt man eben auf die erneute Änderung des Infektionsschutzgesetzes und da sind es der Paragraph 22 und der Paragraph 28, wo vom Bundeskabinett bereits diese Änderung beschlossen wurde und nun in den Bundestag eingebracht werden soll. Und wenn man das verstehen will, muss man sich diese beiden Paragraphen einmal anschauen. Und dann kann man auch sehen, was hat Herr Spahn jetzt hier wirklich gesagt und was bedeutet das für das Ganze? Ne? Also einmal soll Paragraph 28 dahingehend geändert werden, dass folgende Sätze eingefügt werden. Bei der Anordnung und Durchführung von Schutzmaßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 ist in angemessener Weise zu berücksichtigen, ob und inwieweit eine Person, die eine bestimmte übertragbare Krankheit, deren wegen die Schutzmaßnahmen getroffen werden, nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft wegen eines bestehenden Impfschutzes oder einer bestehenden Immunität nicht oder nicht mehr übertragen kann, von der Maßnahme ganz oder teilweise ausgenommen werden kann, ohne dass der Zweck der Maßnahme gefährdet wird. Soweit von individualbezogenen Maßnahmen abgesehen werden soll oder Ausnahmen allgemein vorgesehen werden, hat die betroffene Person durch eine Impf- oder Immunitätsdokumentation nach § 22 oder ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen, dass sie bestimmte übertragbare Krankheit nicht oder nicht mehr übertragen kann. Das ist § 28. Was ist hier das Entscheidende? Ihr erinnert euch mit Sicherheit noch an die Impfpflicht, die sich aus dem Masernschutzgesetz ergibt. Und im Masernschutzgesetz sind nur einige Personengruppen betroffen. Ich meine, das ist schlimm genug, aber hier ist es anders. Hier sind nicht einzelne Personengruppen betroffen, sondern hier sind grundsätzlich erst einmal alle Menschen betroffen. Ob gesund, ob krank, ob jung, ob alt. Ob Ü50, Ü60 bis Ü100, das ist völlig egal. Alle sind erst einmal grundsätzlich von der Maßnahme betroffen. Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber ich glaube, das ist klar, wenn das Infektionsschutzgesetz gemeint ist. Das ist also nicht grundsätzlich, dass es heißt, du bist jedes Jahr automatisch von einer Zwangsimpfung betroffen. Dieses Ganze gilt nur, wenn der Staat oder die Regierung jetzt wie im Falle von Covid-19 eine epidemische Lage von nationaler Tragweite ausruft. Aber ich meine, wir haben gesehen an Covid-19,
wie einfach das geht und wie losgekoppelt von Zahlen und Fakten und Tatsachen auch das Ganze geschehen kann, wenn man möchte. Aber nichtsdestotrotz, Voraussetzung für diese ganzen Maßnahmen ist natürlich eine epidemische oder pandemische Lage. So, also ich habe gesagt, grundsätzlich sind alle von der Maßnahme betroffen. Ja, beim Masernschutzgesetz waren die, die über 50 waren, fein raus. Das ist hier nicht mehr der Fall. Aber es gibt zwei Ausnahmen, die eben von ausschließenden Maßnahmen nicht betroffen sind. Das sind die, die einen Impfstatus nachweisen können. Das heißt, die, die nachweisen können, dass sie eine Impfung gegen den Krankheitserreger erhalten haben, um den es in der Epidemie geht. Oder du kannst eben eine Immunität nachweisen. Das heißt, du bist mal krank gewesen und du hast gegen diese Krankheit Antikörper entwickelt. Und das kann im Blut festgestellt werden. Du würdest also zum Arzt gehen, der nimmt dir Blut ab, lässt eine Antikörperüberprüfung machen und dann wird festgestellt, ja, Herr XY hat gegen Covid-19 genügend Antikörper. Er wird bei einer erneuten Infektion immun sein. Das kann er dokumentieren und das ist dann das, was mit dieser Immunitätsdokumentation gemeint ist. Aber das ist wirklich die einzige Ausnahme. Ansonsten ist es nur der Impfstatus, der dich von irgendwelchen anderen Maßnahmen im Grunde genommen, die gegen dich unternommen werden können, befreit. Also es ist die Voraussetzung. Jeder muss also geimpft werden oder Immunität nachweisen. Wer ein solches Dokument nicht vorlegen kann, verliert sein Recht zum Beispiel auf körperliche Unversehrtheit. Und das ist das, was ich meine, es ist die Impfpflicht durch die Hintertür. Wenn Herr Spahn jetzt sagt, ja, warum denn die Impfpflicht? Mehr als die Hälfte der Bürger lassen sich doch freiwillig impfen. Ja, er muss doch gar nicht von Impfpflicht sprechen. Er spricht hier nicht von Impfpflicht. Er sagt, soweit von individualbezogenen Maßnahmen abgesehen werden soll oder Ausnahmen allgemein vorgesehen sind. Das heißt, auf gut Deutsch, dir muss klar sein, wenn du nicht geimpft bist, also wenn du dich nicht freiwillig impfen lässt, dann kannst du vielleicht nicht in die Türkei fliegen, dann kannst du nicht nach Spanien reisen, dann kannst du vielleicht nicht das Konzert besuchen oder dann darfst du auch nicht den Kurs in der Volkshochschule machen. Das ist die Konsequenz, das sind die Maßnahmen. Nur die Impfung verhindert das oder die nachgewiesene Immunität. Ja klar, da muss er ja muss doch gar keinen Impfzwang einführen. Nur wir sind uns alle einig, das ist ein indirekter Impfzwang. Wenn ich am sozialen Leben teilnehmen möchte, dann brauche ich die Impfung. Und das ist ein indirekter Zwang, der ausgeübt wird. Anders kann man das nicht sagen. Ja, und wenn Herr Spahn da was anderes behauptet, dann ist das von hinten durch die kalte Küche und dann ist das Täuschung. Das heißt, dieses Gesetz ist aus meiner Sicht ein Verfassungsskandal. Das ist ein riesengroßer Schritt in Richtung Diktatur in Deutschland. Wenn ich mich hier einem Zwang nicht beuge, einem indirekten Zwang, den wir eben dargestellt haben, verliere ich diverse Rechte. Was anderes ist das als Diktatur? Das Ganze macht erst Sinn, wenn es tatsächlich eine Impfung gibt. Solange es die nicht gibt, macht auch dieses Gesetz nicht Sinn, aber sie bauen vor. Das heißt, es betrifft vielleicht nicht Covid-19, sondern Covid-20, wenn der Impfstoff kommt. Sie können es egal, der kann auch anders heißen. Die neue Epidemie, weiß der Himmel, wie sie heißt. Dieses Gesetz ist anwendbar auf jede epidemische Lage. Wann immer die Bundesregierung sagt, wir haben in Deutschland epidemische Zustände, kann dieses Gesetz angewendet werden. Und das heißt letztlich, wenn ich meine Freiheiten behalten will, Pflichtimpfung oder Immunitätsdokumentation. So, und in Paragraph 22, das ist die nächste Änderung, da kommt eine Ergänzung, und zwar der Serostatus einer Person in Bezug auf die Immunität gegen eine bestimmte übertragbare Krankheit kann durch eine Ärztin oder einen Arzt dokumentiert werden. Das nennt sich dann die Immunitätsdokumentation. Und die muss folgende Angaben enthalten. Name der Krankheit,
gegen die nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft Immunität nachgewiesen wird. Dann Datum der Feststellung der Immunität, ja, und die zu erwartende Dauer der Immunität. Auch schlau gemacht. Das heißt, denkt mal an Covid-19. Man weiß, das ist ein Virus. Was das Ganze auslöst, man weiß sowieso, dass dieses Virus die Angewohnheit hat zu mutieren. Also Covid-19 wird in 2021 nicht mehr Covid-19 sein, sondern der wird sich so verändert haben, dass wir ihn dann Covid-21 nennen werden. Und jemand, der gegen Covid-19 immun ist, muss nicht mehr zwangsläufig gegen Covid-21 immun sein. Das habe ich ja in meinem letzten Video, glaube ich, was gesagt. Und ich sagte, deswegen sind die Impfungen, die ich ja immer anhand des aktuellen Virus nur herstellen kann, in der Regel gar nicht wirksam, weil sich das Virus so weit weiter verändert, dass die Wirkung einer Impfung sehr fragwürdig ist. Aber genauso ist es dann hier mit der Immunität. Das heißt, wenn ich hier einmal Antikörper für Covid-19 nachgewiesen habe, werde ich das voraussichtlich erneut tun müssen, wenn es dann das nächste Mal um Covid-20 geht. Ansonsten Impfung. Ne? Dann muss ich angeben, mit welcher Testmethode das Ganze überprüft wurde. Und dann klar natürlich Name und Anschrift der Person, die die Immunität festgestellt hat, sprich des Arztes oder der Ärztin. Und das Ganze kann in elektronischer Form wie auch immer. Damit hätten wir im Übrigen den digitalen Immunitätsnachweis wie von Herrn Gates gefordert. Genau. Aber man kann hier auch sehen, im Grunde genommen, das sind schon zwei Schlupflöcher, die sie sich selber geschaffen haben, nämlich die zu erwartende Dauer der Immunität. Also das heißt, selbst wenn ich einmal eine Möglichkeit gefunden habe, die Impfpflicht dann zu umgehen, das muss nicht mehr zwingend beim nächsten Mal funktionieren. Und wenn jemand sagt, die Testmethode gefällt mir nicht oder die ist längst überholt, auch dann wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man sagt, erkennen wir nicht an, die Immunität. Ja? Also auch da mit großem Fragezeichen. So, jetzt haben wir ja Covid-19 und wir haben eine epidemische Lage. Und was hat Herr Spahn nun also gesagt? Er hat gesagt, im Moment wollen wir die Immunitätsdokumentation noch nicht. Also er findet das nicht so schlimm, sagt er dazu. Aber es gibt einige Politiker, von denen kommt Gegenwind, weil die sagen, ja, das könnte ja zur Spaltung in der Gesellschaft führen. Jetzt wird dem einen Immunität dokumentiert, der andere hat keine, ist aber auch gesund. Aber dann kann es natürlich sein, dass ein Arbeitgeber sagt, Mensch, ich nehme lieber den mit der Immunität anstatt den Gesunden. Stell dir mal vor, der wird jetzt die nächsten 3 Wochen krank. Darauf habe ich ja keine Lust. Ja, also so könnte ein Ungleichgewicht in der Bevölkerung entstehen, was nicht gut ist. Und deswegen hat der Spahn gesagt, okay, das sehe ich ein, das legen wir erstmal auf Eis. Es ist ja sowieso noch kein Impfstoff da, aber bis der da ist, solange können wir das Ganze erstmal ruhen lassen. Mal ganz ehrlich, Leute, diese Geschichte mit der Immunität, das wäre ja noch die einzige Sache, wie man die Impfung legal umgehen könnte. In der Hoffnung, dass man sich irgendwo angesteckt hat und eine Immunität entwickelt hat. Dann habe ich wenigstens ein Jahr Ruhe. Das, was jetzt gerade gefeiert wird, das kann ich nicht verstehen, weil selbst das nimmt er. Er stellt nicht das Gesetz in Frage. Er stellt nicht die erneute Änderung des Infektionsschutzgesetzes in Frage. Er hat hier nichts zurückgezogen, den Gesetzentwurf zurückgezogen in irgendeiner Form. Also das wird nach wie vor in den Bundestag eingebracht. Das Einzige, wo es Gegenwind gibt, ist die Geschichte der momentanen, also in dieser gerade jetzt existierenden epidemischen Lage, die Immunitätsdokumentation. Und deswegen, bitte freut euch hier nicht zu früh, wenn dieses Gesetz tatsächlich in 2 Wochen oder bis zum 15.05. auch nur annähernd so durchkommen sollte,
selbst wenn man die Immunitätsdokumentation rausnehmen sollte, wäre es eine Katastrophe, weil das ist eine eingeführte Impfpflicht, wann immer der Staat eine epidemische Situation ausruft. Und das ist jetzt das, was die meisten bitte verstehen müssen. Wenn Herr Spahn sich hinstellt und sagt, ja Moment mal, wird doch alles nicht so heiß gegessen, wir brauchen doch gar keine Impfpflicht, die meisten wollen sich doch freiwillig impfen lassen. Ja, da hat er recht, er schreibt doch hier gar nichts von Impfpflicht. Die Impfpflicht wird durch die Hintertür hereingeholt. Wenn das Gesetz so beschlossen wird, zum 15.05. egal oder zum 25.05. oder zum 25.06. auch das ist wurscht. Das kann ja auch die übernächste Kabinettssitzung, das kann ja auch die übernächste Bundesratssitzung sein, das ist egal. Das, was hier beschlossen wird, ist also im geringsten Sinne eine Gesundheitsdiktatur. Aber es ist noch viel mehr als eine Gesundheitsdiktatur, weil uns dieses Gesetz auch anderer Freiheiten beraubt, ohne dass hier auch nur einmal der Name Impfpflicht oder Impfzwang erwähnt wird. Entschuldigt, wenn ich so aufgeregt bin, aber hier geht es wirklich um etwas. Hier geht es noch mehr um unsere Rechte als bisher schon. Hier geht es noch mehr um unsere Freiheit als bisher schon. Es ist wieder ein neuer Schritt weg von unserer Demokratie. Und deswegen nochmal mein Appell. Wacht auf, steht auf, informiert euch, informiert andere. Handelt auf dem Boden des Gesetzes, aber tut, was ihr tun könnt, was jedem Einzelnen von euch möglich ist. Teilt dieses Video, teilt andere Videos, schließt euch Demonstrationen an. Aber jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir etwas für unsere Freiheit tun müssen. Wir haben weniger als 10 Tage. In dem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Mal.